Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich zeige dir heute 30 Fragen aus deiner theoretischen Führerscheinprüfung. Gehst zur Prüfung eine, da schaut es genauso aus wie hier bei mir. Du bekommst halt 30 Fragen. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Hast du mehr als 10 Fehlerpunkte, gilt die Prüfung schon als nicht bestanden. Wir schauen natürlich, dass wir das unter 10 Fehlerpunkte schaffen. Ich werde die Fragen und Antworten immer gut vorlesen lassen, gell? Und dann schauen wir mal. Sie biegen von einer hell erleuchteten in eine dunkle Straße ein. Was müssen Sie dabei berücksichtigen? Die Augen gewöhnen sich nur langsam an die Dunkelheit. Hindernisse sind schlechter zu erkennen als vorher. Schon beim Abbiegen haben sich ihre Augen vollständig an die Dunkelheit gewöhnt. Ja, du kennst es ja, wenn du im Sommer dann in die Wohnung reingehst, da sind deine Augen, du siehst da erstmal gar nichts, gell? Also machen wir hier eins und zwei. Das dritte, das ist natürlich absoluter Hundstreck, das machen wir nicht. So, Frage Nummer 2 gibt gleich 5 Fehlerpunkte. Da geht es ja richtig zur Sache hier. Ein Radlfahrer, oh mein Gott, das sind die schlimmsten. Oh, Vorsicht, passt doch auf! Da parkt ein Auto aus, da müssen wir besonders aufpassen, denn wir wissen ja, können wir den Fahrer nicht sehen, dann kann der Fahrer uns auch nicht sehen. Also, wie gehen wir hier mit dem Radfahrer um? Ich führe den Überholvorgang zügig durch. Ich führe den Überholvorgang vorsichtig durch. Ich breche den Überholvorgang ab. Ganz klar, unklare Verkehrslage, da machen wir gar nichts, ne? In einem Wohngebiet rollt ein Ball vor Ihr Fahrzeug. Wie müssen Sie reagieren? Musterantwort kennen wir ja auch schon. Kinder, Ball, Schrittgeschwindigkeit und bremsbereit bleiben. Was haben wir jetzt hier? Bremsen, ausweichen, das machen wir nicht. Weiterfahren, ja, kommt drauf an, ob wir das Kind mengen oder nicht. Also in dem Fall bremsen wir jetzt einfach mal. So, Frage Nummer 4. Ja, Kinder, ne? Immer diese Kinder, diese Plagen. Ich bremse auf Schrittgeschwindigkeit ab. Genau, haben wir ja schon gesagt. Ich bleibe bremsbereit. Top. Ich überhole die Radfahrerin. Ja, das schenken wir uns, gell? So, Frage 5. Womit ist hier zu rechnen? Ja, da ist also alles zu rechnen. Da ist alles drauf, also klickt man auch alles an. Dass sich Ampeln von den bunten Lichtreklamen kaum abheben. Dass Ihr Fahrzeug von anderen nicht rechtzeitig gesehen wird. Hör mal. Dass Sie entgegenkommende Fahrzeuge erst spät erkennen. Ja, also wegen dem Licht halt, gell, da musst du ein bisschen schauen. So, Frage Nummer 6. Spannend wird's, spannend. Was müssen Sie hier tun, wenn Sie geblendet werden? Zum rechten Fahrbahnrand schauen. Ja, also immer vom Lichtkegel weggucken, ne? Beschleunigen, um schneller aus dem Lichtkegel herauszukommen. Das könnte ein bisschen kritisch werden. Geschwindigkeit notfalls vermindern. Ja, also einfach immer langsamer fahren, wenn du nicht weißt, was du tun musst, immer ein bisschen langsamer. Aber auch nicht zu langsam, gell? So, Frage Nummer 7. Die Straßenbahn ist an der Haltestelle gerade zum Stehen gekommen. Welches Verhalten ist richtig? Was ist denn eine Straßenbahn? Ein Tram ist es. Ja, ein Tram. Ein- oder aussteigende Fahrgäste dürfen mit der Hupe gewarnt werden. Ein- oder aussteigende Fahrgäste dürfen nicht gefährdet werden. Ein- oder aussteigende Fahrgäste dürfen nicht behindert werden. Ja, mei, also wir fahren es nicht zusammen, wir fahren den nicht über die Fiers. 2 und 3. Noch ein Video. 4 Fehlerpunkte. Der Bus. Ja, Vorsicht, passt doch auf! Also, der Bus, der braucht natürlich ein bisschen Platz. Das musst du sehen. Personen betreten hinter dem Bus die Fahrbahn. Das Quad fährt plötzlich an. Der Bus schwenkt beim Anfahren kurz auf meinen Fahrstreifen aus. Ja, also der Bus, der braucht Platz, gell? Deswegen, das müssen wir sehen, da müssen wir ein bisschen Abstand halten. Personen, das gehen wir auch, die rennen da einfach über die Straße wie scheue Rehe. Und das Quad, der Quad, das ist das Ding, das macht uns ja gar nichts hier. Also, gehen wir direkt zur Frage Nummer 9. Da müssen wir die Frage gar nicht vorlesen lassen, das wissen wir gleich schon. Wir biegen ab, gell? Also Vorrang müssen wir hier queren. Die Radlfahrer, die dürfen wir hier nicht zusammenfahren. Hupen und vor beiden Radfahrern abbiegen. Na. Beide Radfahrer durchfahren lassen. Ja, das machen wir. Hier, nur wissen wir ja schon, das ist immer Bullshit, das machen wir nicht.
Sie wollen während des Führens eines Fahrzeugs telefonieren. Was ist zu beachten? Die Bedienung des Telefons kann mich ablenken. Das Telefonieren mit einer Freisprecheinrichtung lenkt mich nicht ab. Das Gespräch kann mich ablenken. Gut, also ablenken ist hier das Stichwort und deswegen eins und zwei. Also allein wenn du da irgendwas an deinem Handy machst, das darfst du ja so gar nicht machen, gell? Gespräche können natürlich auch ablenken, du weißt ja nicht, was das für ein Anruf ist. Vielleicht ruft dir deine Mutter an, oh, Papa ist im Krankenhaus, das ist natürlich scheiße, gell? Muss man aufpassen. Also, Aufgabe Nummer 11. Was müssen Sie beim Überqueren einer Vorfahrtsstraße beachten? Ich beachte die Geschwindigkeit und Entfernung des Querverkehrs. Ich beachte die Breite der Vorfahrtsstraße. Ich beachte die Witterungsverhältnisse. Also, wir wollen über eine Kreuzung drüber fahren, wir müssen natürlich darauf achten, ob von links und rechts Fahrzeuge kommen, wie weit die entfernt sind, wie breit die Straße ist, ja, wie viel Zeit wir dafür brauchen und ob die Straße vielleicht glatt ist, dass die Reifen da durchdrehen taten oder so, das muss man alles beachten. So, nächste Frage. Wir haben ja ein Gefahrenzeichen, also sehr gefährlich. An der nächsten Kreuzung endet ein verkehrsberuhigter Bereich. Na? In der nächsten Kreuzung gilt die Vorfahrtregel rechts vor links. Das ist es. Also soll ja einfach nur vor einer Kreuzung warnen und in dem Fall ist halt rechts vor links, gell? Also, da haben wir keine Vorfahrt. Oh, das kenne ich gar nicht so, das Bild. Wer parkt falsch? Ja, ich würde sagen, der Weiße, gell? Was ist er denn, der Hornsport? Da ist er ja. Brauchen wir ja 5 Meter oder hier erst nach dieser Zickzacklinie, gell? So, Frage 14. Welche Bedeutung kann das blaue Blinklicht allein ohne Einsatzhorn haben? Ohne Einhorn, da muss man mal gucken. Ohne Einsatzhorn hat das blaue Blinklicht keine Bedeutung. Das Fahrzeug befindet sich auf einer Einsatzfahrt. Sie sollten ihm Platz machen. Ja. Ankündigung eines geschlossenen Verbandes. Welche Bedeutung kann das blaue Blinklicht allein ohne Einsatzhorn haben? Schon. Also ein geschlossener Verband, das sind einfach mehrere Fahrzeuge, so eine Kolonne, vielleicht eine Veranstaltung und die muss angekündigt werden mit 2 Polizeifahrzeugen, eins vorneweg und das andere halt hinten am Schluss und beide machen da ihr Blinklichtel an und so und dann schaut das noch recht schön aus. Welche Kraftfahrzeuge sind vom Verkehrsverbot für Umweltzonen grundsätzlich ausgenommen? Alle Kraftfahrzeuge der Umweltzonenbewohner, Krankenwagen im Einsatz, Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen. Also, es geht hier um diese grüne Plakette, diese Umweltfeinstaubplaketten, dieses Drecksding da, das klebt da vorne rechts an der Scheibe und manche Fahrzeuge brauchen das halt nicht. Zum Beispiel hier der Sanitäter oder hier der Trecker. Welches Verhalten ist richtig? Ja. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen. Ich muss den Bus durchfahren lassen. Der Bus muss mich abbiegen lassen. Vorfahrtsregel kennen wir ja schon, rechts vor links, also rechts kommt der Bus und der Bus hat den Radlfahrer. Wir mengen keine Radlfahrer, das wissen wir ja schon und die Radlfahrer mengen uns auch nicht. Also wir warten ja einfach mal ein bisschen ab. Welches Verhalten ist richtig? Rechts von uns kommt keiner, deswegen kann man hier einfach durchbrettern. Ich muss den Traktor abbiegen lassen. Na, das müssen wir nicht. Ich darf als erster die Kreuzung überqueren. Jo. Ich muss das Motorrad abbiegen lassen. Na, das machen wir auch nicht. Also, Vollgas. Welches Verhalten ist richtig? Vorfahrt gewähren. Wir müssen warten. Sie fahren mit Tagfahrlicht in einen so gekennzeichneten, beleuchteten Tunnel. Wie verhalten Sie sich? Ja, mit Tagfahrlicht darfst du nicht reinfahren, gell? Du musst das Abblendlicht anschalten, das Fahrlicht an deinem Schalter. Ich schalte das Standlicht ein. Na, Standlicht machst du nicht während der Fahrt, das sagt ja schon das Wort. Ich schalte das Abblendlicht ein. Das machen wir. Ich brauche kein Licht einzuschalten. Ja, also Abblendlicht, nachts, Nebel, Regen, Schneefall, bei Dunkelheit einfach, gell? Nochmal. Was ist bei diesem Verkehrszeichen zu tun? So, machen wir das Abblendlicht und die Sonnenbrillen, die müssen wir absetzen, gell? Sonst sieht man ja nichts. So, Grundstoff sind wir durch, jetzt kommt noch der Zusatzstoff. Was ist vorgeschrieben, wenn die Haftpflichtversicherung Ihres Fahrzeugs erloschen ist?
Oh mein Gott. Das Fahrzeug muss bei der Zulassungsstelle abgemeldet werden. Das Fahrzeug darf im Straßenverkehr nicht mehr benutzt werden. Das Fahrzeug muss bei der Zulassungsstelle vorgeführt werden. Jetzt warte mal, jetzt warte mal. Also die Haftpflichtversicherung. Jedes Kraftfahrzeug muss in Deutschland versichert sein. Wenn es nicht versichert ist, dann darf es nimmer auf die Straßen. So, ich muss eine Zulassungsstelle abmelden. Muss ich es abmelden, wenn ich keine Versicherung habe? Ey, du musst auf jeden Fall zum Ummelden, musst du eine Versicherung haben. Deswegen, wenn es erloschen ist, wahrscheinlich muss man das Fahrzeug abmelden. Ist jetzt geraten, gell? Also schauen wir mal. Wie schnell dürfen Sie mit einem PKW und einem Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaften höchstens fahren? Anhänger, das wissen wir ja schon, 80. Was ist bei Fahrzeugen mit Planen zu beachten? Bei Fahrzeugen mit Planen kann auf eine besondere Sicherung der Ladung verzichtet werden. Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers über die Außenspiegel nach hinten nicht behindern. Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind gegen Seitenwind besonders empfindlich. Ja, also Plane, das ist halt so ein riesen Stofffetzen auf deinem Anhänger drauf. Das fungiert praktisch als Segel. Da musst du ein bisschen aufpassen mit dem Wind. Und wenn du mit deinen Spiegel da nicht am Anhänger vorbeischauen kannst, weißt du ja, da brauchst du diese extra Spiegel, gell? Was müssen Sie einstellen, wenn Sie ein fremdes Fahrzeug fahren wollen? Alles. Sitz, Kopfstütze, Sicherheitsgurt, Innenspiegel, Außenspiegel, Tageskilometerzähler. Na, das machst du nicht, da wird der Fahrlehrer sauer. Also wir machen hier die Sitze und die Spiegel, alles das, was du an deiner Fahrschule auch machst, gell? Sie werden überholt. Und der Gegenverkehr kommt gefährlich nahe. Trotzdem setzt das andere Fahrzeug den Überholvorgang fort. Wie verhalten Sie sich? Ich fahre äußerst rechts und behalte die Geschwindigkeit bei. Ich fahre äußerst rechts und erhöhe die Geschwindigkeit. Ich fahre äußerst rechts und verringere die Geschwindigkeit. Ja, also wenn es brenzlig wird, einfach ein bisschen langsamer machen, gell? Geschwindigkeit verringern ist hier die richtige Antwort. Vorsicht, Vorsicht! Oh, gefährlich. Nicht wegen dem Grauen hier, sondern eher wegen dem Blauen. Ja, da musst du aufpassen, dass du nicht aus Versehen rechts überholst außerorts. Das wird natürlich direkt zum Durchfallen der Prüfung führen. Ich ordne mich auf dem rechten Fahrstreifen ein. Na. Ich reduziere meine Geschwindigkeit. Das ist gut. Ich fahre mit unveränderter Geschwindigkeit weiter. No, weil wenn du das machst, dann fährst du schneller als der Blaue und der Blaue, das ist halt ein Depp, der fährt da ja auf der linken Straßenseite, ist natürlich ein bisschen blöd, aber wir dürfen den nicht rechts überholen. Wodurch kann Ihre Sicht beeinträchtigt werden? Durch abgenutzte Wischerblätter, Schlierenbildung. Ja. Durch verschmierte Scheiben. Mhm. Durch die Ladung. Ja. Gut. Was ist bei amtlichen Kennzeichen wichtig? Die hinteren Kennzeichen müssen bei Dunkelheit beleuchtet sein. Das ist richtig. Vorne nicht, aber hinten schon. Sie müssen immer gut lesbar sein. Klingt gut. Sie müssen an den vorgesehenen Stellen fest angebracht sein. Ja, also nicht hinter der Scheibe oder sowas oder aufgeklebt oder aufgemalt. Das muss ein richtiges Kennzeichen sein im Kennzeichen heute. Sie fahren aus unbefestigtem Gelände, zum Beispiel Acker, Baustelle, auf eine öffentliche Straße und verschmutzen diese erheblich. Wer ist für die Beseitigung dieses Verkehrshindernisses verantwortlich? Ja, das sind wir, gell? Sie als Verursacher. Jo. Was müssen Sie tun, um eine Gefährdung anderer durch von Ihrem Fahrzeug gefallene Ausrüstungs- oder Ladungsteile zu verhindern? Je nach Situation die Gefahrstelle absichern und umgehend Straßendienst oder Polizei verständigen. Je nach Situation ist hier das Stichwort, ja gut, das ist ja bei jeder Antwort hier, gell? Aber absichern, okay, gut, Polizei ist auch gut, das machen wir mal so. Je nach Situation die Teile selbst beseitigen. Ich weiß schon, wir hatten die Frage letztens und ich hab's, glaube ich, falsch beantwortet. Je nach Situation weiterfahren und das nächste Ordnungsamt informieren.
Ah, schwierig, schwierig. Lass noch mal ganz kurz hier. Was müssen Sie tun, um eine Gefährdung anderer durch von Ihrem Fahrzeug gefallene Ausrüstungs- oder Ladungsteile zu verhindern? Also, wir fahren auf der Autobahn, uns fällt irgendwas vom Auto runter und jetzt ist die Frage, was machen Je wir? nach Situation die Gefahrstelle absichern und umgehend Straßendienst oder Polizei verständigen. Das klingt schon gut. Je nach Situation die Teile selbst beseitigen. Ja. Je nach Situation weiterfahren und das nächste Ordnungsamt informieren. Ich denke, das ist alles gut, weil es kommt auf die Situation drauf an. Und das ist ja in jeder Antwort mit drinnen. Also wir lassen es jetzt einfach mal so, gehen mal die Prüfung ab und schauen mal, ob das hier richtig war. Sehe fix, einen Fehler haben wir gemacht. War es der letzte? Ja! Je nach Situation weiterfahren und das nächste Ordnungsamt informieren. Ah, wahrscheinlich Ordnungsamt. Ordnungsamt ist dafür nicht zuständig. Jetzt wissen wir es. Und ich hoffe, du wirst es auch. Und wenn es dir gefallen hat, dann geben wir hier einen Thumbs up und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Servus!